Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit einer weiteren Aufnahmesession. So, erstmal vorweg. Ja, heute das Level wird mit Responder und fast nach Maske gemacht. Ich habe mir auch schon die Frechheit genommen und die... Was war das? Genau, Heilgegenstände hergestellt. Weil habe ich ja alles in der Kiste liegen gehabt für solche Fälle. Und ja, heute ist es ein bisschen schwieriger. Denn wir müssen heute zwei Sachen im Vault 94 erledigen, was auch machbar ist. Also, ich will den Vault nicht durchlaufen. Wir sollen nur einen legendären Gegner ein Foto machen. Das kriegen wir hin. Bis zum ersten legendären Gegner schaffen wir es locker. Und lande kritische Treffer im Vault. Achso, bei einem legendären einen kritischen Treffer. Da müssen wir nachher mal gucken. Dass ich das noch hinkriege. Ich hoffe mal schon. Aber wir werden sehen. Deswegen fangen wir jetzt heute auch mal mit dem Vault an. Bevor wir jetzt was anderes machen. Hab hier schon meine Vault-Rüstung zusammengelegt hier. So, und gleich geht die Radioaktivität los. Ich habe mir jetzt auch extra die Vampir-Minigun mitgenommen. Mal sehen. Stimmt, da war was. Ich hoffe, ich habe genug. Ich bin eigentlich jetzt für Vault Raids nicht so wirklich vorbereitet. Red X habe ich aber noch. Aber das Red Shield ist mir hier ausgegangen. Ich glaube, das hatte ich bei der letzten Nuke benutzt oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist, muss ich ein bisschen nachverfolgen, denn... Nee, bei der letzten nicht. Ich glaube, bei der vorletzten. Und dann habe ich mir noch kein neues geholt. Irgendwie so wird das schon sein. So, das heißt... Ja, erstmal wieder in die Ego gehen. Weil sonst kriege ich hier noch einen Collar. Wir gehen jetzt natürlich erstmal in den Vault. Und dann bedanke ich mich nochmal an alle Leute, die mir Kommentare unter das Infovideo und auch unter dem, ja... Infovideo Fallout drunter geschrieben haben, weil ich habe das ja mehreren Videos angesetzt. Es ging um die Livestreams und euer Feedback war mir extrem wichtig. Ich lasse das jetzt aber noch ein bisschen laufen, damit halt wirklich jeder die Chance hatte, sich dazu zu äußern, wenn er sich dazu zu äußern möchte. Aber bis jetzt nur Positives. Gab nichts Negatives oder Ähnlichem. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also, Wünsche wurden jetzt zwar noch nicht so geäußert. Also nicht so, so von dem Einzelnen schon. Aber ich muss mal gucken, wie ich das Ganze denn angehe. Weil soll ja auch was Großes werden. Werden wir aber sehen, wie das Ganze am Ende nachher aussieht. Also wie gesagt, ich werde jetzt definitiv noch eine Woche laufen lassen, gucken, auszählen, auswerten. Ich habe ja mehrere Abstimmungen am Laufen. Und ich werde jede einzelne berücksichtigen, gucken, wie das Ganze denn so läuft. Und jetzt bin ich überladen, na gut. So, haben wir hier Kronkorken? Wir haben hier Kronkorken. Wenigstens haben wir hier Kronkorken. Dann läuft's ja schon mal. So, dann wollen wir mal. Ich denke mal, das ist auch gut, dass ich das jetzt hier zuerst mache. Nein, sie bin ich allzu voll und können vielleicht nochmal rausporten. Ne, komm. Gib mir. Ja. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich ganz genau gucken, ab wann der legendäre Gegner kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, was haben wir jetzt eigentlich? Das weiß ich jetzt gerade mal nicht. Also ich meide in letzter Zeit wirklich den Vault. Also ich war jetzt hier nicht häufig drinne, vielleicht einmal die Woche für eine Atom-Daily und dann auch nur kurz. Und naja, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt noch diese Woche ansteht am Vault.
Zumal es gibt ja heute um 16 Uhr auch schon wieder neue Weeklies. Es gibt einen unkontrollierten nuklearen Zwischenfall. Oder? War das heute? Ich bin momentan so ein bisschen mit den... Nee, morgen. Morgen. Morgen gibt's neue wöchentliche. Deswegen, mal gucken, wie das Ganze aussieht. Und worauf ich mich aber schon mega freuen werde, ist das, was am 27. gedroppt wird. Gegen Abend. Da kommt nämlich das Halloween-Event. Und da freue ich mich schon mal mega drauf. Weil es ist erstens mal was mega Neues wieder. Ne? Ist nicht immer der alte Käse, den man immer macht. Sondern es ist mal was Neues. Stimmt, es war noch das mit den Shit-Ghoulen am Ende. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Und ich habe auch noch meine Skills gar nicht umgestellt, fällt mir gerade ein. Das ist natürlich, ja, nee, Bärenstark definitiv nicht. Das ist natürlich jetzt ein Wuppar. Wo ist mein Blocker? So. Weil ohne den gehe ich heute nicht aus dem Haus. Wiederverwerter sollte ich eigentlich auch rausnehmen. Das ist halt hier noch, explosiv, brauche ich eigentlich auch nicht. So, erste Hilfe auf 3. Hoppala, die Hacker werden wir, glaube ich, brauchen. Primärstrahlungssensoren ausgefallen. So, und... Wechsel auf Hilfssensoren. Halt, nicht Batterien enthalten rausnehmen. Das war verkehrt. Da kann ich überhaupt nichts mehr. So. Dich auf 2. Wo ist mein Nerdwut? Da. Das raus, das raus, das raus, das raus. Den raus, den raus. Jetzt hauen wir hier wieder Adrenalin rein. Action Boy. Aber stimmt, auf 2 wollte ich den. Ne, ich muss mir hier jetzt erstmal wieder... So, blutigen Tod bleibt drin. Reparaturschuss muss auch drin bleiben, weil sonst kriege ich ein Problem. Und hier muss durch Strahlung ersetzt werden. Weil ich kriege ja hier permanent Strahlung. So, die Gewehrschützen können eigentlich auch raus. Die Einbrecher bleiben noch drinne. Was? Na, eigentlich müsste ich Sensenmann Sprint reinmachen, das kriege ich aber nicht mehr rein. Hatte ich hier nicht noch? Genau, aber ich habe davon nur Stufe 2. Und hier Kammerjäger. Nehme ich mal noch mit rein. Besser ist. Auch wenn jetzt zu Anfang nur größtenteils Ghoule sind. So, jetzt können wir aber auch losstarten hier. Waren hier eigentlich noch Meyerlurks drinne? Ich glaube ja. Aber erstmal rotzen wir hier den bösen Ghoul weg. Stimmt, das war das mit den Karten sammeln. Ach, ich erinnere mich. Na, man merkt, ich mach Vault nicht mehr wirklich so häufig, dass ich mir das jetzt alles noch richtig merke, weil, wie gesagt, ich krieg kein anständiges Team zusammen. Möchte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr zusammensammeln. Weil ich möchte das keinem Teamkollegen antun. Da ist ja sowieso so ein bisschen mega buggy ist. Obwohl es sich schon gebessert hat, sagen wir mal so. Aber ich sag mal so, die Luft ist raus. Bei den meisten Leuten. Und ich habe natürlich nichts zu fressen bei. Muss ich wirklich mein Hundefutter jetzt essen? Eieiei. Ja, dann gibt man mal den Zugang zum Atrium. So, das heißt, wir suchen uns jetzt schnell so wie möglich die Questen durch. So, machen wir mal kurz ein bisschen anders. Ich nehme mal kurz den Actionheld hier, der nicht nachgeladen war. Super. Weil noch brauchen wir den ganzen Schaden Reduction nicht so. So, da hinten kommt noch einer und noch einer.
Na, da oben kommen noch drei weitere, aber die lassen wir jetzt erstmal. Die können ja langsam ankommen. Wir gehen schon mal weiter. Na, ich höre euch doch schon. Kommt, kommt rum da. Na, jetzt will der eine da nicht kommen, oder was? Und dann, wenn ich ans Terminal gehe, dann springst du mir ins Kreuze. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Jetzt renn doch nicht vor mir weg, Mensch. Ich will hier so schnell wie möglich wieder raus. Dann hast du auch wieder deine Ruhe. Wo ist er denn jetzt hin? Was zappelt er denn da? Hä? Ich bin hier alleine. Ja, das heißt, ich muss hier auch alleine alles wegmachen. So. Ich sehe auch schon die erste rote Karte draußen. Ja, kaum geht man ans Terminal. Ja, komm. Der lädt mal wieder nicht. Na, jetzt schiebt mich doch nicht überall sonst wohin. Dann gehe ich halt ein Stück beiseite. So. Ah, einer kommt da noch. Komm. Trab rum da. So. Jetzt nochmal. Und Terminal bitte lade. Terminal bitte lade. Ah, geht doch. Erhöhte Strahlung festgestellt. Oder auch nicht. Es ist so mistig, wenn du da noch Zeit mit hast und ähnliches. Das ist so, boah. Senkung der Sicherheitsstufe. Bearbeite Antrag. Da kommt man so richtig so vor, als wenn man so einen Windows 95 Rechner hat. So mit Ladezeiten von 10 Jahren. So. Oh, der ist aber nett gewesen, hat gewartet. Aber der hier nicht. So, jetzt müssten hier auch mehrere Karten noch nachspawnen. Das heißt, wir müssen uns hier eigentlich nur durchschlängeln. Ich hoffe, ich komme mit meinen 20 Railway jetzt hier hin. Darf halt nicht allzu viel Schaden von den Ghoulen bekommen. So. Reparaturkits haben wir ja auch noch genug zur Not da. Aber jetzt nehme ich mir erstmal die rote Karte, die ich schon von weitem gesehen habe. So. Das heißt, ich brauche jetzt noch weitere 8 Karten. Oh, jetzt sind es nur noch 7. Die ersten 3 gingen ja mal wieder supidupi. Ich kann die Finger auch nicht davon lassen. Ich will hier so schnell wie möglich durchjäckeln, aber ich kann die Finger auch nicht davon lassen. So, hier haben wir noch eine. Ich höre euch doch atmen und kriechen und hast du nicht gesehen. Hier haben wir auch noch eine. Vergiss es. Gekonntes Ausweichmanöver. Komm. Ihr wollt was? Ihr kriegt es. 50 Kaliber. Nur für euch. Von der Seite zählt nicht. So. 5 weitere Karten fehlen noch. Zum Glück leuchten die immer so schön rot.
sagte er und findet nicht eine. Wo ist denn hier jetzt noch eine rote Karte? Wir brauchen nur noch 5 Stück. Aha. Okay, jetzt nur noch 4. Kannst du vergessen. Okay. Ah, da liegt noch eine. Wunderbar. Es ist halt immer, wenn man hier so schnell wie möglich durchgehen will, denn entgeht einem immer schon ein bisschen was. So, kann ich mal kurz Red Away einnehmen? Ne, hier erstmal die 2 verdünnten. Ich hab dich gesehen. So, ach ne, unten hatte ich ja eigentlich schon alles, ne? Aber könnte schon nachgespawnt sein. Ja. Ist sogar. Na komm. Mit jeder weiteren Karte werdet ihr pissiger, ich weiß. Aber ich brauche die Karten, um schnell durchzukommen. So, kommt noch eine Karte. Werden wir finden. Wollen doch nur zum ersten legendären Gegner. Denn ich habe ja auch nicht endlos Zeit. Wir müssen ja auch noch die Stufe schaffen. Oder ich möchte gerne noch die Stufe schaffen. Deswegen wäre schon cool, mit nicht allzu viel Verlust aus dem Vault rauszugehen. Obwohl, Verlust kriegt man ja nicht. Wenn ich die Atome jetzt alle hintereinander wegkriege, dann beste. Ja, hier haben wir jetzt nichts mehr. Ich habe bestimmt irgendwo eine schon längst übersehen, 2-mal. Und bin schon 3-mal drin vorbeigelaufen oder so. Na komm. Was? Nette Show. Laut den Sensoren wurden die Besitzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Okay. Nice. Nicht schlecht. Ich musste eigentlich auch meinen Crit-Treffer aufladen. Wäre eigentlich gar nicht mal so eine verkehrte Idee jetzt hier. Zum Glück habe ich nochmal geguckt. Aber dafür brauche ich mehr AP. So. Ist ja nett, dass er uns irgendjemand jetzt die Besetzer gemacht hat. Mega nice. Ionisierte Partikel erkannt. Hoppala. Einfach mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich gucke hier oben nochmal im Gemeinschaftsraum. Irgendwo muss dann noch die nächste oder die letzte für uns Karte sein. Aber ich sehe halt nichts. Schade. Ah, hier. Ah. In der Vitrine. So. Wir stimmen natürlich für ja. Oh, das dauert heute mal wieder gut lange. Okay, zwischendrin zieht er dann mal irgendwann eine durch. Oh Mann. Das ist was, was ich überhaupt nicht mag. Und wir müssen gleich wieder ans grottenschlechte Terminal. Kann ich mich eigentlich... Ja, ich bin noch versteckt, okay. Das heißt, die Ghoule haben mich noch nicht mitgekriegt. So. Wunderbar, alles klar. Abstimmung bestätigt. Die neue Sicherheitsstufe ist 5. So.
Ich will nicht weiter die Ansage anhören. Ich weiß ja eigentlich, was als nächstes kommt. Mit dieser Sicherheitsstufe können Sie die Abriegelung eines Vault-Trakts beenden. Es sind neue Anträge auf dem Gemeinschaftsrat, glaube ich, verkehrt. Oder? Nee. Kann ich jetzt schon umändern? Unkontrollierte Leistungsspitze. Leite Energie aus betroffenen Systemen um. Okay, wunderbar. Nun lade hin. Wohntraktabriegelung beenden. Angenommen. Sie haben jetzt Zugang zum Wohntrakt. Na, gucken wir mal. Knopf habe ich schon gedrückt. Und da haben wir auch unsere Myalurks. Achtung, Achtung. Aufgrund der Strahlenbelastung müssen die Vault-Bewohner in ihren Quartieren bleiben. So, da werde ich jetzt aber keine... Warum ist die denn auch schon wieder leer? Okay, jetzt muss ich vorsichtig bleiben. Ich will ja auch gleich noch meinen Watz aufladen. Okay, so habe ich es schon mal geschafft. So, dann wollen wir hoffen, dass der Meiler König uns hier jetzt nicht gleich ein Gar ausmacht. Wie schon mal. Ja, ich habe eigentlich auch noch Psycho Buff zur Not. Ich könnte mir das dann eigentlich auch permanent schmeißen. Aber gut. Ich glaube, ich lasse das mal lieber. Na gut, dann wollen wir erstmal jetzt die Urobis aktivieren. Oh, wie graut. Bald Terminal. Na komm, stelle Mr. Handyman her. Ich höre euch alle, aber... Sehen tue ich euch immer zu spät. Okay. Soweit so gut. Machen wir hier erstmal frei. Ah, ja, stimmt. Das will ich jetzt nicht machen. Oh, da oben ist König. Muss hin da. Lass ihn in Ruhe. Alter, dieses Gift jedes Mal, das ist so ekelhaft. Ich möchte eine Perk-Karte haben, die Anti-Gift-Resistenzen gibt. Das wäre doch optimal. Ja komm, dann werden wir mal ein bisschen Nate aktivieren. Ist gerade nicht viel los hier. Dieser Ort hat schon bessere Zeiten erlebt. So, oh, das ging ja mal richtig zügig. Miss Maid, aktiv. Beginne planmäßige Reinigung. Oh, oh. Na komm. Nee, ich aufhöre zu schießen. So. Ich weiß nicht, ich habe hier übelsten Respekt für... vor den ganzen Königen und Jägern. Irgendwo da drinnen ist sie jetzt und wird
glupscht. Hat, wo ist sie denn? Miss Maid ist im Eimer. Welche Tür hast du denn jetzt aufgemacht, Mädchen? Miss Maid, zerstört. Ja, Miss Maid, zerstört. Mr. Handyman, zerstört. Welche Tür hatte sie denn jetzt aufgemacht? Ich muss ja irgendwo hier unten eine aufgemacht haben. Seid ihr jetzt über mir, unter mir? Ich weiß es nicht. Eieieiei. Ich höre euch auch kaum, bis gar nicht. Könnten den Aufenthaltsraum selbst öffnen. Aber eigentlich brauchen wir... die gute alte Mr. Handy. Okay. Der haut jetzt wieder raus. Das Problem ist, ich sehe ab und zu nicht, welche Türen sie öffnen und welche nicht. Was? Das kleine bisschen, das hätte man mir jetzt auch noch gönnen können. Hier oben ist auch nichts. Eigentlich müsste ich hier nur nach den Karten Ausschau halten. Sobald wir die 10 Karten haben, passt das. Aber na gut. So, er flitzt jetzt hier hinten lang. Und dann macht die Tür da auf und da ist gleich ein Gegner hinter. Nur macht die Tür auf. Hallo? Tür öffnen, please. Er ist wieder durchge... Ach Mann, das macht doch so keinen Spaß, Leute. Ehrlich, da mache ich die Tür selber auf, wenn er das nicht hinkriegt. Ich krieg's auch nicht hin. Jetzt werde ich wieder zerstört. Au, von hinten auch noch. Eieieiei. So. Hier haben wir aber keine Karte, so wie es aussieht. Gut, dann auf zur nächsten Tür. Das heißt, wir müssen uns das selbst öffnen. Dann machen wir es halt auch. Wenn die Handymans nicht machen, was sie sollen, dann machen wir es uns selbst. Auf shirtinator.de. Begeben Sie sich in Ihren zugewiesenen Schutzbereich. So, 2 Karten haben wir ja schon mal. Und hier ist sogar die dritte. Und ich würde sagen, wir sind jetzt langsam mal ein bisschen an der Zeit, einen Cut zu machen. Deswegen machen wir jetzt hier auch den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.